Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es heute endlich mal wieder in einem Guide um unbegrenzte Erfahrungspunkte und unbegrenztes Gold. Viele Möglichkeiten wurden uns im Verlauf der letzten Patches genommen und jeder Patch hat eigentlich immer wieder dafür gesorgt, dass weniger möglich ist. Diesmal kann man sagen, ja, neue Patches, alte Glitches sind wieder möglich. Ihr seht im Hintergrund, unbegrenzte Gegneranzahlen haben wir wieder zur Verfügung. Liegt ganz einfach daran, ich denke, vielleicht kennen einige von euch diesen Glitch ja schon aus den Anfangszeiten von Assassin's Creed. Es gab da eine Stelle, ja, da konnte man wunderbar unendlich Gegner grinden, wenn man die Quest nicht abgeschlossen hat, weil die hier einen Permaspawn hatten. Nun hat man meistens damals entweder noch nicht den Level gehabt oder man hatte die Quest schon lange abgeschlossen und hatte keine Möglichkeit, das zu machen. Jetzt kommen wir also hier an dieser Quest an mit unserem Level 45 oder 40, je nachdem natürlich, ob ihr den DLC besitzt oder nicht. Bedeutet, wir haben auf alle Fälle auch das Verwesungsgift zur Verfügung. Und das ist eigentlich das, was die Sache hier ja wirklich unbegrenzt macht. Und ihr habt die Möglichkeit, durch das Verwesungsgift, ohne aktiv spielen zu müssen, ja, Gegnermassen zu töten. Wirklich Gegnermassen zu töten. Und wenn ihr natürlich aktiv seid, wie ich hier momentan im Screen, dann gibt es nicht nur unbegrenzt Gegner, sondern dann gibt es auch noch unbegrenzt Geld. Weil A, lassen die Jungs ein bisschen was fallen, das ist immer nicht so viel. Wir sehen es ja hier immer so 4 Drachmen, 2 Drachmen, aber auch da ein Sichelschwert. Und wie gesagt, wenn ihr hier aktiv mit am Morden seid, dann fallen natürlich auch eine ganze Menge Waffen, die sich dann wiederum zum Verkaufen lohnen. Also die Sache hier rechnet sich richtig und wenn ihr keinen Bock habt, aktiv zu sein, dann stellt ihr euch in eine Ecke, lasst das Verwesungsgift seine Arbeit machen und kapiert. Und ja, schnappt euch die Erfahrungspunkte. Hier ist die Quest, die ihr nicht abschließen solltet. Ihr solltet nicht Aya empfohlene Stufe 10 abschließen oder besser gesagt, könnt ihr abschließen, aber ihr solltet vorher sicherheitshalber den Glitch aktivieren, weil danach funktioniert er weiterhin, solange ihr die entsprechende Quest nicht abschließt. Das ist also ganz, ganz wichtig. Wir spielen hier also New Game Plus, sind an der Stelle, ja, wo wir eigentlich das erste Mal so richtig frei wirklich loslegen können. Dort sollen wir uns ja mit Aya in Alexandria treffen, bloß das werden wir nicht machen. Wir werden nicht direkt nach Aya gehen, sondern wir werden zu unserer Glitchstelle gehen, werden dort eine Quest annehmen und werden diese Quest komplett offen lassen, weil dann könnt ihr auf alle Fälle auch im Spiel weitermachen. Ihr dürft nur diese Quest nicht abschließen, ihr macht im Spiel weiter und wann immer ihr Lust habt, zwischendurch mal und sagt, oh Mensch, ich würde jetzt gern ein bisschen grinden, dann macht ihr das einfach. Dann könnt ihr einfach dorthin an den Ort des Geschehens zurückkehren. Wichtig, ihr solltet auf alle Fälle die automatische Gegnerstufe einschalten, und den Schwierigkeitsgrad auf einfach stellen. Ganz einfach deswegen, zum Anfang habt ihr dann doch relativ viele Gegner, die auf euch einhacken. Und vor allem halt auch, ja, das Gift, ich weiß nicht, ob das wirklich stärker ist, aber auf alle Fälle haben die Gegner ein bisschen weniger HP und damit geht das Ganze schneller. Also deswegen ganz wichtig, dass ihr den Schwierigkeitsgrad auf einfach herunterdreht. Automatische Gegnerstufe macht er ruhig auf jeden Fall an, damit das Loot entsprechend höher ist, was gedroppt wird. Jemals bin ich der Meinung, ich weiß es nicht, im New Game Plus habe ich das Ganze noch nicht so 100% beobachtet, aber so auf diese Art und Weise funktioniert es auf alle Fälle. Das ist kein Problem. Wie gesagt, ist ein ganz, ganz alter Glitch, gab es schon lange, aber viele sind ja erst auch später ins Spiel eingestiegen, kennen ihn daher vielleicht nicht. So, wir haben jetzt natürlich noch eine komplett geschlossene Karte. Und hier hinten, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz husten, hier hinten ungefähr, dort ungefähr, solltet ihr euch den Wegpunkt setzen. Wie gesagt, dadurch, dass wir ein New Game Plus haben, haben wir ja praktisch noch nichts entdeckt und hier hinten ist alles noch, ja, unter Nebel verborgen, aber die Stelle hier ungefähr, deswegen lasse ich es gerade so ein bisschen länger drin, solltet ihr euch circa markieren, denn dort in der Nähe ist die Quest, um die es geht. Ich glaube, Protest ist der Name, wir sehen das gleich noch richtig. So, dann macht ihr euch auf die relativ lange Reise, ihr seht, das hat 2300 Meter, habe ich jetzt natürlich mal kurz geschnitten, die Geschichte. Nehme ich hier noch in der Nähe einen Synchronisationspunkt ein. Solltet ihr auch auf jeden Fall machen, weil wenn ihr dann später sagt, oh Mensch, ich würde gerne da hinten nochmal, ja, aufräumen, nochmal grinden, dann habt ihr auf alle Fälle einen freigeschalteten Schnellreisepunkt gleich um die Ecke. Deswegen habe ich hier den hier freigeschaltet und dort ist die Quest. Ja, ist hier markiert als Stufe 13 die Quest. Protest heißt sie, ist eine Nebenquest. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr halt das Questziel nicht erfüllt. So, wir sind jetzt hier vor Ort und hier steht schon die junge Dame, die uns die Quest gibt. Werden wir sie mal ansprechen. Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Magi, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nibet? Mein Herz ist gebrochen.
Mein bester Freund und Ehemann Eriks wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen, und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Eriks weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Magi bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. So, wir sollen also den Streitwagen zerstören. Das machen wir nicht. Wir können sofort direkt Zenno rausholen und dort ist der Streitwagen. Hier in diesem kleinen Fort. Und sobald ihr euch diesem Fort nähert, müsst ihr euch beeilen. Weil sobald ihr das Fort betretet, reiten die Jungs mit dem Streitwagen weg. Und wenn sie weg sind, sind sie weg. Richtig. Die kommen nicht wieder. Also, ins Fort rein. Gar nicht hier vorne mit irgendeinem Sneaky Kill oder sonst irgendeinen Schmarrn probieren. Direkt hin zum Streitwagen, Bogen raus. Und die Jungs wegmachen. Ich mache es hier nochmal ganz kurz mit Zenno, dann sieht man das besser. Das ist der Streitwagen, den es gilt zu kapern und vor allem heile zu lassen. Der darf nicht zerstört werden. Das ist das Wichtige, dass ihr ihn nicht zerstört. Und sobald ihr hier reinkommt, direkt auf den Streitwagen. Rechts und links total ignorieren. Bogen raus. Und sobald ihr die Jungs angeschossen habt, seht ihr, bleiben sie stehen. Denken sich, machen euch ja hier den Ben-Hur. Von wegen, ihr macht den Ben-Hur, haut die alle hier runter. Vom Wagen, räumt dann erstmal hier so ein kleines bisschen auf, aber vorsichtig sein. Wie gesagt, der Wagen muss heile bleiben. Das ist ganz wichtig. Deswegen sofort drauf auf den Wagen und das Ding hier aus dem Kriegsgebiet herausfahren. Hier vorne einmal auf der Straße, rechts, links, wurscht, einfach außerhalb des Forts das Ding parken und dann wird jetzt hier aufgeräumt. Ne? Ihr seht das, die sind jetzt hier gerade mächtig aggro alle. Jetzt machen wir hier erstmal Platz. Das bedeutet also, wir hauen hier alles um, was da ist. Und die interessante Stelle, die sehen wir hier schon, weil die beiden Jungs hier gleich, die werden gleich einen Dauerspawn machen. Momentan müssen wir uns halt erstmal darum kümmern, dass wir hier uns überhaupt in Ruhe bewegen können. Verwesungsgift habe ich schon verteilt. Seht ihr, damit das da hinten in der Ecke schon mal vor sich hin brüten kann. So nenne ich es einfach mal. Und das müsst ihr halt wirklich machen. Ihr müsst also wirklich zusehen, dass ihr hier alles an Gegnern umhaut, damit ihr hier Ruhe habt und euch auf die beiden permanent spawnen Gegner konzentrieren könnt. So, den hat auch schon das Gift hingerafft. So, und da sind die beiden. Da sind die beiden, um die es geht. Ach, jetzt kommt er noch dazu. Was will er denn? Na, da muss ich mal ganz kurz hier auf meinen Lebensbalken aufpassen. Okay, da ist er weg. So, wie gesagt, halb so wild, macht gar nichts. Die beiden Jungs sind noch da. Zeigen wir ihnen ganz kurz, wo der Hammer hängt. Und da spawnen sie schon wieder. Ihr seht, dass ihr habt hier also einen absoluten Permaspawn. Ganz, ganz alter Glitch. Viele werden ihn vielleicht noch kennen, aber der funktioniert jetzt wieder. Und ihr könnt jetzt also hier entweder aktiv halt ins Geschehen eingreifen. Dementsprechend bekommt ihr natürlich mehr Geld, mehr Items. Oder aber ihr sagt, nö, ich will jetzt sowieso gerade essen gehen. Dann verpieselt ihr euch um die Ecke und macht einfach gar nichts. Ganz genau, ihr macht einfach gar nichts, steht da nur, achtet natürlich vorher darauf, dass ihr euren Controller an die Stromversorgung anschließt, damit er nicht ausgeht, damit das fröhliche Killen dort einfach durchgehend weitergeht. Ich habe jetzt extra hier so ein bisschen drin gelassen, ein bisschen Gameplay, wo ich aktiv kämpfe, um einfach zu zeigen, es sind auch eine Menge Drops. Es sind wirklich eine Menge Drops, die da kommen. Und wenn ihr dann sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, dann verzieht ihr euch. Und zwar wirklich hier ins Haus hinein. Also wirklich hier ins Haus hinein. Und hier im Skillstreet seht ihr nochmal hier das Verwesungsgift. Das müsst ihr natürlich haben. Das ist das Erste. Und das Nächste, ihr solltet natürlich nicht nur das Verwesungsgift haben, sondern auch hier in Sea ganz, ganz viele Punkte drin. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in Sea so viele Punkte wie möglich habt, weil umso mehr Punkte in dem Skill drin sind, umso mehr Schaden macht euer Verwesungsgift. Das geht hin bis zu, dass die Typen instant umfallen. Also umso weniger Punkte ihr drin habt, umso langsamer geht es hier vor sich, weil ja, es ein bisschen länger dauert, bis die Typen tot umfallen. Und umso mehr Punkte ihr drin habt, umso mehr Schaden erleiden sie und umso schneller sind sie tot. Wie gesagt, bis zum Schluss hin, wo ihr es dann wirklich habt, dass sie halt spawnen, vergiftet werden, tot umfallen, spawnen, vergiftet werden, tot umfallen. Das ist natürlich dann der Idealzustand, den es sich zu wünschen gilt. Da seid ihr wahrscheinlich auch eventuell noch ein bisschen von entfernt. Viele haben aber halt auch schon so viele andere Glitches ausgenutzt, dass sie überall in die Skilltrees voll haben und dann hier halt wirklich mit Fullspeed an die Sache ran können, wenn sie denn wollen. Aber wenn man den Skilltree eh voll hat, ich glaube, ja, dann lohnt sich das hier nicht nur fürs Geld und dann kann man halt natürlich auch aktiv kämpfen.
dass ihr euch ins Haus zurückziehen sollt, habe ich gerade gesagt. Ganz einfach aus dem Grund, irgendwann stürzt das Spiel ab. Ist leider so, also auch bei mir auf der Xbox One X. Wenn hier einfach hunderte von Leichen liegen, dann hat das Spiel keinen Bock mehr. Dann schmiert es ab, die Konsole schmiert nicht ab, aber das Spiel ist plötzlich weg. Und deswegen halt wirklich dorthin verziehen, wo die Leichen nicht mehr zu sehen sind. Ich hatte auch erst gedacht, ich mache das ganz sneaky hier vorne auf der Ecke. Habe mich hier eine Stunde in die Ecke gesetzt und dachte, ach Mensch, lass die da vorne mal sterben und die EP mitnehmen. Nein, bups, war die Konsole weg. Gut, die EP hatte ich, aber halt, ja, ich wollte eigentlich noch nach da hinten gehen und wollte kräftig looten, weil da liegt ja viel, viel Kohle dann doch rum zum Einsacken auf alle Fälle und auch Items und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel davon verfällt, wenn man da die ganze Nacht ja in der Ecke sitzt und über Nacht die Konsole laufen lässt. Ob man dann halt wirklich ganz, ganz viel Kohle hat, das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich nicht ausgesetzt gehabt, weil jedes Mal, wenn ich lang genug gewartet habe, ja, dann war die Konsole abgeschmiert. Und deswegen ganz wichtig halt wieder, dass ihr da ins Haus geht, um, ja, umzuschälen, um die EP einzusacken und nicht hier, ja, die Nebelwände vor Augen habt. Ich gehe von aus, dass auch hier Xbox One S und Standard PS4 wahrscheinlich schon ihre Frame-Probleme bekommen, wenn wir hier, ja, durchgehend am Dauermetzeln sind in diesem Nebel des Verwesungsgiftes. Deswegen verziehe ich mich hier einfach mal wieder. Zeige euch das nochmal. Ich habe es ja eben gerade vorhin abgebrochen. So, hier rein in die Bude. So, andere Seite ist die Hütte. Der Beistuhl rein da, verstecken. So, jetzt könnt ihr das Szeno rausholen, um mal kurz zu gucken, ob die ganze Sache denn auch funktioniert. Ob die denn da wirklich spawnen. Und auch wirklich tot umfallen. Dann guckt ihr euch das mal kurz an. Ihr seht, bei meinen momentan 10 oder 11 Punkten, die ich drin habe, kriegen sie halt 700 Schaden. Das reicht noch nicht. Da zum Instant umfallen. Aber es reicht schon, nach dem zweiten Tick sind sie down. Und da sind sofort direkt wieder die nächsten gespawnt. Und wir kriegen jetzt also durchgehend die Erfahrungspunkte mit Hilfsmittelkill und allem drum und dran, während wir AFK, ja, essen sind, in der Schule sind, was auch immer machen. Also daher eignet sich dieser Spot in meinen Augen wirklich absolut hervorragend zum Farmen. Und ihr könnt halt auch, wie gesagt, auf alle Fälle dann von dieser Quest hier weggehen, sagt, ihr habt die Schnauze voll, ihr macht jetzt erstmal Story, ihr wollt die neue Montur haben oder so, dann macht das und kehrt später einfach an den Ort des Verbrechens hier zurück, ohne die Quest zu erfüllen. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Und wenn die Jungs euch dann mal entkommen sollten mit dem Streitwagen, wenn ihr da ein bisschen Pech gehabt habt, dann könnt ihr auch einfach Quests hier neu laden machen, also den Questbildschirm aufmachen, Y oder Dreieck drücken zum Questziel neu laden. Dann startet die Quest neu, die Jungs stehen mit dem Streitwagen wieder im Dorf drin. Dann rennt ihr die praktisch halb um, haut denen die Bogen rein, damit die ja mit ihrem Streitwagen stehen bleiben, bringt den Streitwagen nach draußen, lasst den heile. Und ja, habt hier euren Spaß. Das war's. Ich hoffe, der kleine Glitch hier hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Natürlich kennt ihr andere bessere Möglichkeiten, die aktuell möglich sind. Ja, dann bitte gerne rein in die Kommentare. Wann immer sich das lohnt, nehme ich das natürlich auch wahnsinnig gerne als Video mit für euch auf. Und ich verabschiede mich von euch mit diesem Gemetzel und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Cody. Preis die Götter, ich lebe! Hey, was ist mit mir, Kyrios? Ich bring dich um! Beschützt den Nerv! Arbeitet zusammen! Aufgepasst! Hey, liebe Götter, beschützt mich! Ich werde keinen...